Mensch, hier haben wir ja auch noch Pilze. Packe ich erstmal aus. Zaun brauchen wir, glaube ich. Hoffe ich, denke ich auch nicht. Das müssen wir pflanzen, aber erst wenn wir... Ach, da haben wir ja noch welche. Mensch, ich jammer hier immer, dass wir kein großes Feld haben. Wir brauchen ja bloß mal ins Anlegen. Wir haben ja Samen. Die habe ich, glaube ich, gefunden, als ich hier Erde abgebaut habe. So, die Frage, die nach wie vor im Raum steht, ist, was wir als nächstes tun wollen. Hütte ausbauen habe ich jetzt nicht so wirklich weiter Bock drauf. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Ach ja, Texturenpack wird natürlich wieder, also es wird nicht das Originale bleiben, so viel steht schon mal fest. Es wird natürlich dann wieder irgendeins werden, ich weiß noch nicht was. Auf jeden Fall eins, wo diese tollen Herzchen dann drin vorkommen, wenn man hier die Tiere vermehrt, sage ich jetzt mal so ganz direkt. Was ich hier vorhatte, habe ich keine Ahnung. So. Ja. So viel zum Thema Erzählen. Weiß ich gerade nicht so wirklich, was ich erzählen soll. Naja, also quasi. Was tun wir denn jetzt? Hier ist ja noch gar keine Fackel, na, das geht ja gar nicht. Holz, aber so viel werden wir nicht brauchen. Axt kann ich erstmal hier lassen, brauchen wir auch nicht dorthin, wo wir gehen. Dorthin, wo wir gehen? Oh mein Gott. Eine Spitzhacke kann ich mir, oder soll ich mir die unterwegs machen? Schwert. Werde ich mir aus Stein mal basteln. Das sollte dann auch genügen. Gott, wie war denn das? Ach du Himmel. Ja, so war's. Dann sollten wir unbedingt eine Spitzhacke aus Eisen mitnehmen. Falls wir irgendwas unterwegs begegnen, das wir abbauen müssen und wozu wir eine Spitzhacke aus Eisen benötigen. Reicht das an Futter? Ich bin mir da echt unsicher. Was mache ich denn hier? So, das nehme ich mal in der Form mit, ganz einfach, weil es sich dann besser transportieren lässt, weil es dann noch nicht so viel Platz wegnimmt. Das brauchen wir erstmal nicht. Kohle für Fackeln, ich denke mal, die werden wir finden. Ein Bett würde ich mir ganz gern machen, ein Reisebett sozusagen. Huch, ich bin ja schon wieder wahnsinnig clever. Da war mein Finger wieder schneller als eigentlich geplant und gewollt und so. Ich weiß doch jetzt schon, dass ich wieder irgendwas vergessen werde. Schippe haben wir, Holz haben wir bei. Dann können wir uns eine Werkbank auch noch vor Ort machen, wenn wir sie brauchen. Erde werden wir mitnehmen, aber nicht ganz so viel. So, ein bisschen Platz sollten wir uns lassen, damit wir auch ein bisschen was mitschleppen können. So, dann, ja. Würde ich sagen, wir wagen einen Versuch. Und
Ich bin todesmutig, mache ich mich auf den Weg. Ist das jetzt so clever? Beim Dunkelwerden schon loszuziehen. Ich erinnere mich. Ich hoffe, wir schaffen es noch dort anzukommen, bevor es dunkel wird. Ich erinnere mich nämlich daran, dass dort hinten in die Richtung eine Höhle war, in der am Wasser war das gewesen. Und hier sieht es schon ja mächtig dunkel aus, aber ich glaube, das sieht nur so aus, weil das Gras und die Bäume und alles hier dunkler ist. Was ich sagen wollte. Ich erinnere mich, dass ich dort eine Höhle gefunden habe. Und beim Anblick oder beziehungsweise, ja, noch am Höhleneingang Creeper gesehen habe und sofort die Flucht ergriffen habe. Weil ich ein absoluter Schisser bin. Ich glaube, das werdet ihr für diejenigen, die die Folgen anfangs gesehen haben. Und ich höre sie. Oh mein Gott. Und schon schlägt mein Herz und ich würde am liebsten weglaufen. Ich habe mir so vorgenommen, kein Schisser zu sein, denn ich, das wollte ich ja gerade sagen, dass ich ein absoluter Schisser bin, was das betrifft. Und oh mein Gott, ich wollte mutig sein, ich wollte, oh mein Gott, eine Höhle. Ach du Schreck. Ich wollte sowas von mutig sein und jetzt zitter ich schon wieder total und mein Herz schlägt. Und ich würde am liebsten weglaufen, aber ich weiß, dass ich nicht die ganze Zeit und nicht immer davor weglaufen kann. Dass es unausweichlich wird, eine Höhle zu besorgen, ja, natürlich zu besorgen, zu besuchen, wenn wir Materialien besorgen wollen. So rum war es gewesen. Ja, das liegt daran, dass ich gerade nicht mehr so klar denken kann, weil hier war es doch irgendwo, die ich eigentlich gesucht habe. Dass wir natürlich uns Rohstoffe und Materialien besorgen müssen, die wir nur... Oder liegt das vielleicht... Nein, es kann ja nicht sein. Wir waren ja schon mal hier. Dass sich die Welt ja auch ein bisschen verändert hat. Naja, gut, dann eben nicht. Ist ja auch vollkommen egal. Oh mein Gott. Ich will das nicht. Soll ich das wirklich tun? Sobald ich das erste Monster sehe, werde ich schreiend weglaufen. Ich weiß es doch jetzt schon. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe einen Zombie gehört. Was ich für ein wahnsinniger Schisser bin. Nein, da kann man ja gar nicht so schön reinlaufen. Das heißt, man kann auch nicht wieder rauslaufen. Das finde ich ja total unschön. Nein, da komme ich doch nicht runter. Ich suche mir was anderes. Ihr könnt euch echt nicht vorstellen, was für eine panische Angst ich davor habe. Ich weiß, es ist lächerlich, es ist doch nur ein Spiel. Aber mein Herz schlägt wahnsinnig schnell und meine Hände zittern und ich bin sowas von aufgeregt. Ich will aber eine Höhle, wo ich so richtig schön reinlaufen kann, damit ich auch wieder rauslaufen kann. Ich hab Angst. Habe ich schon erwähnt, dass ich Angst habe? Hier geht's, glaube ich, gar nicht allzu weit rein. Kann das sein, weil hier gleich das Wasser ist und hier geht's gar nicht weiter. Na toll, da traue ich mich hier schon mal in die Finsternis. Und dann geht's hier gar nicht weiter. Das ist ja ein hässliches Geräusch. Wow. Da läuft es mir noch eiskalt den Rücken runter. Nur gleich wird's hier draußen auch dunkel werden und dann haben wir echt ein Problem, wenn wir noch keine Höhle gefunden haben, in die wir uns verziehen können und wollen. Oh, das ist doch alles ungünstig hier. Ja, das ist die, wo es so blöd reingeht, wo ich nicht runterkomme. Nein, das will ich aber so gar nicht. Und jetzt wird's hier dunkel auch... hier dunkel auch draußen. Hier draußen auch dunkel. Mein Gott, hab ich Wortfindungsstörungen. Ob ich schon schlafen kann? Ich stelle hier einfach mal irgendwo mein Bett auf und schlafe. Ob das möglich ist? Ich kann nur nachts schlafen. Aber wehe, es ist dunkel genug, dass hier Monster spawnen. Dann drehe ich am Rad. Ja, gute Nacht. Ich glaube zwar nicht, dass ich hier allzu ruhig schlafen kann. Puh, es hat funktioniert.
So viel also zum Versuch Höhle. Wir müssen uns also eine andere Höhle, einen anderen Eingang suchen. Sollte ja nicht allzu schwer sein, denn wir hatten ja mal festgestellt, dass eigentlich diese ganze Welt total unterhöhlt ist. Es überall Höhleneingänge gibt. Okay, es ist tagsüber. Ich versuche mich wieder ein wenig zu beruhigen. In welche Höhle gehen wir denn dann? Hey, ein Schweinchen! Ich muss natürlich wieder aufpassen, dass ich nicht allzu weit weglaufe, weil mein Orientierungssinn, also der nicht vorhandene quasi, ich muss natürlich auch wieder nach Hause finden. Da war ich so fest entschlossen, eine Höhle aufzusuchen und jetzt war das quasi ein Satz mit X. Mensch, ich fand mich aber schon todesmutig, muss ich mal so sagen. Ich habe mich ja wirklich gegen meine Ängste gestellt und mich da reingetraut. Nur leider haben wir da keinen so richtig schönen Eingang gehabt. Ja. Und nun... Oh, ich weiß auch nicht. Jetzt kriege ich schon Hunger und war noch nicht mal in der Höhle gewesen. Ist ja traurig. So, hier sieht es ja auch schon mal super aus und super dunkel. Und deswegen machen wir hier als erstes mal... Uah, Hilfe, ich bin gerade zusammengezuckt. Ich muss hier erstmal ein bisschen was ausleuchten. Meine Hände zittern schon wieder. Gott, wie kann man denn so ein Feigling sein? Ach, je. Also ich glaube, das wird echt totaler Horror hier mit mir, so eine Höhlentour zu machen. Ja, da guckst du, ne? Komm lieber mit, damit ich nicht so alleine bin. Wo gehe ich denn jetzt hier am besten mal lang? Ja. Hier geht's gar nicht so wirklich lang. Oh, ich höre den so laut, als würde der neben mir stehen. Oh Gott, ich muss mich so zusammenreißen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich höre Wasser plätschern. Hey, das ist wieder ein Pilz. Ich versuche mich gerade. Oh je, da geht's um die Ecke. Ich komme da hinten nicht hin, um eine Fackel aufzustellen. Ich muss mich da echt noch dichter ranwagen. Oh je, wann kommt er denn? Wo ist er denn? Höre ich da gerade zwei? Oh. Hier geht's doch wieder zurück zum... Dann räumen wir hier mal den Weg ein bisschen frei. Oh Gott, hört sich das abartig an. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, gerade laut nach Hilfe zu schreien. Na, wird es draußen schon? Nein, es wird nicht dunkel. So, ich mache mir hier am besten mal den Fluchtweg frei. Schrei doch nicht so laut. Ich weiß ja, dass du da irgendwo bist. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und dann... Oh, Hilfe. Und dann wagen wir uns da jetzt tatsächlich weiter runter? Nein, komm.